Willkommen zurück zu Let's Play WoW mit dem YouTuber-Projekt mit der Novi. Hallo! Und mit mir, Bürgermlp. Ja. Gut. Wir waren in der letzten... lesen kann. Das stimmt natürlich. Wir haben in der letzten Folge ein paar Questen erledigt. Ich muss sie jetzt noch abgeben. Ich habe die Taschen noch leer gemacht. Wir kriegen bestimmt in irgendeiner Folge kriegen wir mal Taschen von der Novi, weil wir wissen noch nicht wann. Man munkelt also, sie sind im Briefkasten. Man munkelt, sie sollen im Briefkasten sein. Ich habe es aber noch nicht im Briefkasten gesehen, also weiß ich es noch nicht so ganz. Ja. Ich kann es beweisen. So, warte mal. Ich habe hier eine Aufgabe noch abzugeben. Was jetzt? Nein, also ich kann beweisen, dass wir im Briefkasten sind. Wenn ihr nämlich bei mir die Folge 3 guckt, dann könnt ihr sehen, dass ich ein Briefkastensymbol oben habe von Lucyria und das bin ich selber und der habe ich uns Taschen geschickt. Ich habe es nur natürlich verpeilt, die irgendwie aus dem Briefkasten zu holen. Vielleicht hast du die auch nur Gold geschickt. Nein. Das wäre die Idee, das habe ich gar nicht dran gedacht. Wir wollen ja irgendwo noch reiten. Ah nee, müssen wir reiten noch lernen? Nee, ja. Doch, klar. Ihr müsst doch, klar. Hier haben wir die eine Aufgabe zum Fliegen, ne? Jupp. Wollen wir die machen? Jupp. Okay, ich bin eine Fledermaus. Ah ne, ich reite auf einer Fledermaus. Ich auch. Aber, das nutze ich. Lad mal. Für einen Screen. Ich auch. Warte mal, ranzoomen. Also die eine Fledermaus von dir, die hat zwar einen Titel drüber, aber ist ja schied egal. Ich muss feststellen, ich hab letzte Woche 37 Videos hochgeladen. Und da waren locker 20 Videos. Ja. Nee, warte mal. 14 waren hochgeladen. Ja, locker 19 Videos vom WoW. Und ich hatte teilweise echt keine Screenshots gemacht, ne? Ich muss mich auch dran erinnern, dass ich das mache. Vor allem, da musste ich teilweise jede Folge nochmal angucken und dann musste ich nochmal schnell mit ihnen rumreiten und ein paar Fotos machen. Also es ist wirklich, dass ich versuche, mich dran zu erinnern und so einmal die Stunde, das kriege ich inzwischen hin, mich dran zu erinnern. In WoW ist es ja einfach, den Screenshot zu machen, in anderen Spielen schwieriger. Ach scheiße, ich muss vielleicht mal Bomben werfen. Zählen die für dich mit? Ich muss näher ran. Ja, die zählen mit. Okay. Oh, da ist ein großes Dorf. Dadurch, dass ich ja jetzt auf halbe Stunden Folgen mich einpendeln werde, ist das noch schwierig mit dem Erinnern. Siehst du, mir sagt gar keiner was zu meinen Videos, außer du. Na, dann musst du fragen. Ich frag hier ab und zu. Einfach immer fragen, mach ich auch. Ich guck also ich krieg auch nicht viel Resonanz öffentlich, aber ich krieg tatsächlich bei Facebook relativ viel geschrieben. Okay. Ich muss auch gestehen, ich habe diese Woche echt gar keine Werbung gemacht. Also, ich weiß ja, du machst ja zu jeden Dings eine Werbung fast, oder? Ja. Ja, doch. Also, wenn es nicht zu viel ist, manchmal vergesse ich es, dann kann ich aber nicht vom Vortag irgendwie Werbung machen. Nee, nee. Das passt nicht. Aber ich versuche schon von jedem, aber nicht mehr als zweimal am Tag, weil das ist dann auch zu viel. Aber du machst aber auch nur in diesen zwei Gruppen, wo wir sind, oder? Oder drei? Nee, zwei. Die zwei. Ich bin in... unterschiedlich, je nach Thema in mehreren Gruppen. Immer so, so zwei bis vier, wo ich das teile. Plus den Discord. Ne? So, ja, wir sind ja auch auf einem Discord unterwegs. Wo ihr auch gerne mit drauf könnt. Wir sind, also auch Bergrim findet ihr im Novi-Bereich mit. Da kann man auch mal quatschen. Genau. Ne? Da findet ihr uns. Genau. So, warte mal, wo sind wir denn jetzt? Hier, ach, da müssen wir eine Aufgabe, ne? Die hast du auch? Ja, okay, genau, unter Feinden. Genau, wenn ihr beim Discord einfach mal auch dann in den Novi-Chat reinschreibt, dann gebe ich euch auch die Rechte halt zum Bereich. Wisst ihr, was ich meine? Ich kenne mich da noch nicht so aus. Es gibt so Ränge, dann habt ihr ein schönes Orange als Farbe. Guck mal, die Toilette leuchtet, die Toilette leuchtet. Ja, ich gucke mir gleich die Toilette an. Erz. Wo fährst du denn jetzt hin? Erz? Na, ich Erz. Erz, ja. Kupfer. Ist wie mit Blümchen, nur dass es jetzt Erze sind. Aber Blümchen hört sich süßer an. Erz klingt so abgedroschen. Erz. Hä? Warum kriege ich denn das jetzt nicht? Die ist doch hier schon raus. Ich muss hier ins Haus. Ah, ich warte auf dich. Jo, bin da. Okay. Die läuft, die Tuse, ne? Ich glaube, das müssen wir oben holen, hier ihre Pläne. Na, aber die läuft auch mit. Ach, die läuft mit?
Meine ist einfach weggelaufen. Ach so, meine ist hier schon oben. Todesbürgerin Rain Jurik. Sie, ja, doch. Die wird hier bei mir gerade die Treppe hoch. Ach doch. Ach, das ist jetzt ein Szenario. Also so ein kleines Video. Ja, und wir müssen jetzt hier rein in den Schrank. Genau. Oh, das ist auch natürlich ein schöner Screen. Ah, du willst mich doch eher auf einer Fledermaus neben dir haben als so alte Wölfe. Ja, werde ich auch. Ich finde das schöner, gerade weil wir ja zusammen dieses Projekt machen. Diese Videos nutze ich ja in meinen Let's Play-Folgen oft. Ich habe jetzt auch mittlerweile, mache ich in Let's Play, mache ich auch teilweise auch meine Screenshots direkt, dass ich das weiß. Ich muss aber die alten mal löschen, weil ich habe gesehen, ich habe sogar das eine Screenshot 3 Folgen vorher genommen, wo es eigentlich erst kommt. Weil ich dachte, da kam es. Aber auch, ach so. Da habe ich den schon reingesetzt, so einen komischen Dino oder so einen Rahmob, so Dinos, so ein Dino mit ein paar Fledermäusen an sich dran. Habe ich aber 2 Folgen zu früh die Screenshot gemacht. Also verwendet. Ach scheiße, ich jetzt zu Ende hören. Ach Mist. Ach Gott sei Dank, ich wollte gerade rausspringen. Ich bin rausgesprungen, das war keine gute Idee. Habe mich schon gewundert, du bist nach mir reingesprungen, bist du auch schon vor mir draußen. Ist das doch grau? Mist, ich kann aber jetzt nicht wieder reinhüpfen. Da muss die Aufgabe schon mal abbrechen. Ist das nicht sogar Graumähne hier? Nee, doch. Verdammt. Ja, ich habe ja manchmal, nehme ich ja auch zweimal denselben Screen, wenn ich nicht gerallt habe. Ich mach dann nochmal, ne? Ja. Ich habe auch extra so ein paar, einfach mehrere, einfach gemacht, nur von einem Land. Also nicht, was gerade mit der Folge zu tun hat, aber aus dem Land ist. Das sind immer so ein paar in der Hinterhand. Aber man muss ja wirklich sagen, das neue Gebiet ist absolut genial gemacht. Meinst ich du muss jetzt mal an die Mayas ein denken. Bestimmtes Gebiet oder unsere Insel? Unsere Insel ist ja das, was ich am meisten kenne. Ja. So das mit den Dinos und so. Und die Tempel ist, erinnert halt sehr an Mayas. Genau. Und es hat einen Touch von... ach Mann. Sondern so Indiana Jones mäßig, finde ich. So ein bisschen. Ja, genau. Also auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und der Prophet ist doch jetzt auch im ersten Raid mit drin, ne? Ich weiß es nicht, ich konnte ja noch nicht reingucken. Warte mal, ich kann ja mal kurz gucken. Dungeon, nee, warte mal hier. Abenteuerführer, Schlachtzug. Ne, nicht Klassik, Klassik sind wir nicht, wir sind da. Wir sind ja in Uldir, ne? Uldir sind wir ja, genau. Uldir. Und genau, und das, auch da ist der wiedergeborene Zul. Das ist der Dings. Und Garun ist sogar der Endboss, von dem sie überall gerade die ganze Zeit reden, ne? Ja. Garun ist ja ein Nazmir, ganz, ganz groß. Wenn man da die Quest ein bisschen verfolgt hat, ist ja... A und O dort, also der Lua, den sie anbeten. Ja, hier diese ganzen Blut-Trolle, ne? Ja, genau. Ja, ja, die wollen immer mein Blut sagen, so, wie heißt der Gu, du weißt, wem ich meine, er wird euch kriegen. Ich so, ja, kommt. Im Endeffekt haben sie uns mit allen gedroht und wir haben selbst einen Titan besiegt. Das stimmt. Wobei, ich muss ja sagen, Bonsamdi, ich finde ihn absolut der ist total phänomenal. Er erinnert mich immer an Death Note, das ist ein Anime, da gibt es auch so einen Todesgott, kann man sagen. Auf jeden Fall, der ist so vom Charakter und vom Aussehen halt wirklich wie der aus Death Note. Und ich finde es absolut lustig. Ja. Und immer wenn man stirbt, oder zumindest beim Mage, wie das ganz oft, dann haut er da so Sprüche raus. Das ist echt cool. Ja, der hockt auch immer gleich beim Friedhof, ne? Ja, das ist total lustig. Wenn man das halt wirklich so ein bisschen verfolgt und sowas mag. Und ich kann endlich den Namen aussprechen. Ich habe mir jetzt oft genug gehört. Hast du die Szene schon mit denen und dem König gesehen? Wie den und den König? Da gibt es doch so, glaube ich, so ein kleines, so ein Clip, wo der König mit dem spricht. Ich will ja nichts verraten. Du meinst es aber nicht bei Rezahn, nee. Nee, das kommt später noch. Das habe ich auf. Ich habe es im YouTube schon gesehen, ich habe es im Spiel selber noch nicht gesehen, weil ich soweit wahrscheinlich noch nicht ach in den so, Questen nee. Bin. Okay, ich hab's jetzt geschafft. Nee, Bonsamdi habe ich nur in Nazmi gehabt. Und da haben wir für ihn halt seinen Tempel da so ein bisschen aufgeräumt. Genau. Nee, dann kommt das noch. Also ich habe das auch noch nicht gespielt, diesen kleinen Clip freigeschaltet, aber
Da siehst du dann, oh, okay, der König, der König. Oder habe ich das schon gesehen? Nee, das kam noch, das kommt, glaube ich, noch. Das habe ich, ja, Rätselraten das habe ich, glaube mit ich, nur in YouTube Blagram. gesehen. Weil ich gucke mir auch da ab und zu doch schon mal was an, ob ich mich das spoilern lasse oder nicht. So ein Video, Ja, das ist das jetzt habe ich nicht, jetzt jetzt nicht bei The so Witcher. schlimmst. Ich habe ja einige, Ja, die ich halt anschaue und die ich folge, also denen ich folge, paar YouTuber, und die haben halt auch The Witcher drin und ich konnte nie The Witcher gucken, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte. Ich habe es jetzt aufgegeben, weil ich bin, du brauchst ja wirklich ewig. Wenn ich das so weiterspiele, bin ich noch in 3 Jahren bei The Witcher 3. 100 Quests, wir haben schon wieder einen Erfolg Ja. gemacht. Aber der ist immer verbuggt, ne? Also, Der 100 Quests erfolgt? ja, weil wir haben ja alle Questen zusammen gemacht. Ich hatte letztes Mal, glaube ich, 10 oder 12 Quests nur gemacht und da habe ich schon die für 50 oder 100 sogar bekommen. Oh. Oh, Kupfer ist wieder da. Ich bin gleich bei dir. Dann töte ich den so lange. Mal gucken, was der Auktionshauspreis sagt, ob man damit zumindest ein bisschen Gold machen kann. Also, mit einer halben Stunde kommen wir mal gut hin. Dann machen wir immer 2 Stunden und haben wir für 2 Wochen. Ja. Ja, wir können ja auch wirklich weit voraufnehmen. Zu Ja. zweit kann man ja immer einiges quatschen. Ich finde es alleine schwieriger, viel vorzuproduzieren. Ja, da kannst du auch Oh, nicht da ist so schon viel. wieder Kupfer, es tut mir leid. Ist nicht so schlimm. Welches Level bist du denn eigentlich schon? 13? Und ich bin auch 13. Ey, wie viel brauchst du noch bis Ja, ich 14? hole auf. Ich brauche noch 2, 4, 6, 8, also 40%, etwas mehr als 40%. Ich kriege ja auch durch das Ja, Kupferabbauen dann passt EPA. das ja. Ich brauche nur noch seit 27%. Da darfst du noch ein bisschen sammeln. Guck mal, dann sammle ich Ich werde jetzt. auch weiter sammeln. Dann sammle ich jetzt auch was. Blümchen? Ja. Ja, das ist doch gut. Ach, das ist nur das bisschen, was da übrig ist vom Erkunden halt, was du da hast, aber das ist ja nicht Okay. schlimm. Ey, ich habe sogar schon einen Spott als Bär. Aber die falsche Taste gedrückt. Das ist schön. Oh. Oh, das war so schlimm. Ich wurde ja von der Gilde wegen Gier mit einem Mage ein bisschen mütig mitgenommen. Halt Ja. durchgezogen. Und das war stellenweise, stand ich wirklich einfach nur da so, oh, oh mein Gott, oh Gott. Und habe irgendeine falsche Taste gedrückt, weil ich dann doch ein bisschen in Stress geraten bin. So leveln und so geht ja noch. Aber wenn du dann mütig drin steckst. Ah, Ja. ich habe einen Spott. Yeah. Da ist das wieder was anderes, da gerätst du dann doch mal unter Stress. Ja. Also ich muss sagen, ich bin sehr, sehr raus mittlerweile, oder ich habe nicht mehr diesen Drang, seit ich jetzt YouTube mache, also das, was heißt machen, halt meine paar Zuschauer, das freut mich ja, dass die auch schön mit zugucken, aber es sind ja jetzt auch nicht so mega viele. Ich probiere es ja immer für alle recht zu machen. Aber ich habe so den Drang, den habe ich gar nicht mehr so verspürt, dass ich sagen muss, ich muss jetzt leveln, ich muss 120 werden und schnell hochleveln, das Equip zu sammeln, weißt du? Ich bin von den Nee, ich ja auch Verlassenen. nicht. Also kann ich voll nachvollziehen. Gerade zum Beispiel mit dem Pali. Den mache ich gemütlich weiter. Weil wir dann gemeinsam einfach die Welt kennenlernen. Und der Mage hat jetzt halt eine ID ausgesetzt. Aber es geht schnell. Es geht am Ende wirklich schnell. Welche Quests wollen wir machen als erstes? Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen einfach hier Am runter und Strand? die andere Quest müsste ja unterwegs sein. Ja. Weil im Hier das zum Endeffekt Beispiel. ist man in jedem Add-on irgendwann, selbst wenn man später anfängt, immer hinterhergekommen. Ja, man holt irgendwann auf, natürlich, weil es immer schwieriger wird, dann für die schon weiter sind, an das Equip wirklich Ja. ranzukommen. Natürlich hätte ich jetzt auch machen können, einen, den ich dauerzocke, also jetzt einen anderen Char, ne, den ich dauerzocke. Und den schnell equippen und nur den einen so langsam hinterherziehen mit so ein paar Wiesen. Das wäre natürlich auch eine Idee gewesen, aber da hatte ich nicht so die Lust drauf. Nö, Weil dann hättest ich du auch. ja, also kann ich nachvollziehen. Und jetzt habe ich. Ich bin ja immer noch in meiner alten Gilde, da bin ich jetzt auch schon bestimmt 1,5, 2 Jahre. Und die sind da auch wieder, teilweise sind sie auch wieder alle reaktiviert und die haben auch einen gewissen GS-Stand, den sie gesagt haben. Ich sag aber. So, Kollege Zweistein, du weißt, mein Jäger, der hat immer mehr Schaden gemacht, als er eigentlich soll. Und also ich bin auch so, ich fand das auch früher, das hat das Spiel nicht kaputt gemacht, aber auch viel Spielspaß geraubt, wo es dann anfing mit diesen GS.
Es gab, das kam, glaube ich, weiß nicht, zu was das hier zu. Ich kenn's ja nur mit GS, also das war schon zu Wotik, also zumindest auf dem Wotik-Server war es GS-abhängig. Also früher war es noch so, da wo es noch keinen Suchbrowser gab, da bist du in O hier in Dalaran standest Ja, da hast du eine halbe Stunde angestanden vor genau, dass sie dem dich Raid-Leiter, angeguckt der sich dann haben. dein Gear angeguckt hat. Es war so lustig. Genau, das ist noch okay, aber mittlerweile fragen sie dich ja sogar nach Logs, da musst du denen die Logs zeigen von Ja. was. Da gucken sie deine Logs an, ob du da mal Scheiße gespielt hast oder da, das finde ich so extrem, dass das macht mir teilweise keinen Spaß und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt mit meiner aktuellen Gilde da mit weiter raide oder ob ich mit meiner letztigen älteren, wo ich auch war, wo ich sage, zählen die beide für uns? Die Ja. Kisten? Ja, okay. Ich habe nur zwei, mein Armer. Ich Ha? habe meiner Trick 3. Oh, können wir mit denen einen Screen machen? Ich glaube, das wäre Können wir viel auch. Wo bist du? Wo lustiger. bist du? Wo bist du? Hinter dir? Warte. Mal positionieren. Tja, das finde ich gut. Weil deiner guckt weg. Der schämt sich, der hat nur zwei. Das ist ja noch meine Folge, ne? Da brauche ich ja auch noch einen. Ja, also ich glaube, das finde ich sogar besser als die Fledermäuse, aber das entscheide ich dann Aber hier sind spontan. so viele Namen. Ich habe es bei mir ausgeblendet. Ach, ist egal. Ich mache nachher ja nochmal eins. Ich habe aber festgestellt, ich konnte bei Discord das ausstellen, dieses plop plop. Hast du das in meiner Folge gesehen? Das gehört drauf. Plop plop. Ja, aber das ist doch gut, dass du das gefunden hast. Da habe ich aber Das auch müssen auf englischen Seiten gesucht und ich mit meinem Nicht-Englisch. Haben wir denn. wir. Was fehlt denn hier uns eigentlich noch? Glaube ich, die müssen wir noch ein paar töten, ne? Ja, da. Ja, wir müssen noch ein paar updauen. Aber hier lief eben einer rum, der hatte einen, der hat 5 Kisten getragen. So, und Das. ja, jetzt nochmal zum Raiden. Deswegen hat er gesagt, ja, Robin, GS brauchst du. Und ich finde es halt immer, ich kenne ja auch mehrere außer Gilde. Ich habe auch damals immer mit den gleichen Hammer so ein bisschen immer die Instanzen gemacht. Wenn man so jetzt. Alle waren 120 schon nach dem zweiten, dritten Tag teilweise. Und wenn dann Ja. immer nur die gleichen immer die Erfolge machen, so mythisch, heroisch, Habe kein dann war, Ziel. sahen auch immer die gleichen dabei. Ne? Und dann hat der eine mal gesagt, ja, ab wann ist denn mythisch? Dann sagte der eine, ja, so 3,30 musst du schon haben. Ne? Und das war auch einer so dabei, der in meiner Gruppe mitläuft. Ist klar, dass der equipped, das habe ich gesagt, habe ich geschrieben. Ich so, scheiß was auf GS. Wenn man seinen Char spielen kann, dann bringt dir auch ein hoher GS nicht, wenn du ihn nicht spielen kannst. Ja, gut, das Und ist natürlich schade, wenn das schon in der Gilde so gemacht wird bei euch. ja, Bei uns ist es war nicht halt. so hardcore. Die haben es nur so empfohlen, ab wann mal sein soll. Ne? Also für Raid haben sie auch gesagt, da muss ein bestimmtes GS sein. Keine Kann ich aber Ahnung. verstehen. Damals in der Gilde davor war sogar angebracht, zum Raid brauchten wir Stufe 25 oder wir brauchten den dritten, zweiten Legendary-Punkt schon in der Waffe. War, glaube ich, gesagt, genau im zweiten, weil der erste war ja relativ schnell. Aber wir brauchten mindestens den zweiten zum ersten Raid-Tag und so. Und das hat mich damals auch voll angekotzt. Diese Waffe hat mich allgemein angekotzt, dass du jeden Abend da deine World-Questen machen musst, um diese Dinger zu schaffen. Und später hast du es hinterhergeworfen bekommen. Ja, also da ist meine Gilde nicht so streng. Wir haben ja auch nur als Raid-Ziel HC. Ja. Das Höheres strebe ich Ja, an, das weil haben es wir sind auch alle, nur. sind berufstätig und nicht jeder hat so viel Zeit. Wir haben immer noch welche, die sind selbst hinter mir noch hinterher, weil einfach die Zeit nicht da ist. Und hier ist noch einer. Und da ist halt wirklich das Einzige, was halt Pflicht ist, ist das GS. Aber es ist halt auch so, die equipped sind. Die gehen dann zu viert los in eine Mythic und nehmen dann einen mit, der eben mit, mich haben sie mitgenommen mit 270, hatte der Mage, da haben sie mich die erste Mythic gezogen. Ja. Also da bin ich ja weit von dem eigentlichen GS weg gewesen, aber das machen sie dann. Ne? Also Ja, da das haben wird sie es nicht auch so eng gesagt, da gesehen. wir ziehen durch, aber er sagt, man kann ja sagen, das Durchziehen, das hört sich schon wieder so an, ja, wir sind viel besser und wir ziehen nicht durch. Nee, nee, nee. Also sie sagen auch nur aufgrund des Gears, nicht weil man es nicht kann, sie sagen wirklich wegen dem Gear. Und ich merke es, ich habe ja, die eine Hose ist geprockt auf Kriegsgeschmiedet in der einen Mythik und ich habe danach so viel Schaden mehr gemacht, bin auch Ja, weniger klar machst du mehr gestorben. Schaden, Es ist aber. wirklich sehr, sehr wichtig, irgendwo das Gear. Na klar, Schaden, na klar, mal umso besseres Gear, umso mehr Schaden machst du, aber wenn du deinen Char sowieso nicht spielen kannst, dann hilft dir aber auch Ja, gut, teilweise das dein ist Gear nicht. Das klar. ist dann halt Hoppe wie Loppel. Gut, das ist klar, das Und ich stimmt. habe ihn auch gesagt, ich so, du weißt ganz genau, ich bin nach einer 2-monatigen Pause,
reingekommen, nachdem ihr HC auf Farm-Status habt und war immer noch auf Rang 4 und 3, manchmal war ich sogar auf 1 im Schaden. Er sagt, da brauchst du ja keine Sorgen machen. Ich weiß ja, wie ich meinen Char spiele. So. Oh, ich kann dich jetzt sogar wiederbeleben. Sehr gut. Aber warte mal, wir sind doch hier in einem, guck mal, Briefkasten. Leute, diese Folge müssen wir feiern. Ich habe es geschafft, diese Taschen endlich mal herzuschicken. Erster Punkt. Ich habe noch keine. Ich kann es noch nicht beschwören, ob es überhaupt stimmt. Und sie aus dem Briefkasten zu nehmen. Gerade per Zufall gesehen, dass da einer rumsteht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es wirklich Taschen gibt. Ja, zwar nicht die allergrößten, aber ich finde, Glutseide reicht ja, eigentlich die immer. Ich war ja schon mit Nähtaschen, wäre ich schon einverstanden. Achso. Ja, Gott, Glutseide, da gehst du einmal alle Innis ab von, das war Kata, ne? Ja. Und dann hast du sie. Sehr schön. Guck mal, da oben ist auch gleich noch wen, den wir töten müssen, oder? Nee, fangen. Nee, töten. So, ich will jetzt irgendwie meinen Händler, dass ich mal da verkaufen kann. Nee, den Satz nicht mit den Durchziehen damals hat mich so ein bisschen angeärgert. Das hieß, wir können noch kein Durchziehen. Aber da habe ich geschrieben, ach so, man braucht doch nicht ziehen. In der Gilde kann man sich auch durchkämpfen. Ja, also wir sind zum Beispiel, da sind wir, haben sie nämlich zwei mitgenommen, mich und noch einen aus der Gilde. Und da sind wir, die Bosse gingen, aber am Trash, da waren einige Trash-Gruppen hier bei der Inni von Rezan. Da sind wir wirklich gewiped. Einfach weil der Damage, wir haben die dann Fokus auf einen und dann, dass die Gruppe kleiner war. Ich habe hier noch ein Kupfer. Ja. Dass die Gruppe kleiner war und dann haben wir es trotzdem geschafft. Aber das geht halt nur mit der Gildengruppe, dieses so ja, durchkämpfen. Oder du hast halt einen Tank, der immer auf F1 Totenkopf gesetzt hat auf sein Ziel, ne? Es kommt auch noch halt wie jeder sein Spiel. Wenn du einen hast, einen Tank, ich bin nicht so einer, der Totenkopf setzt, außer es kotzt mich an, dass sie nicht sterben, dann setze ich auch mal einen Totenkopf. Ansonsten gehe ich davon aus, dass die mich anklicken und wenn die, glaube ich, mich anklicken und Tab drücken, dann kommen die doch sowieso auf das Ziel, wo ich gerade drauf kloppe. Kann sein. War doch eigentlich so, ne? Das weiß ich. Ja, ich weiß es nicht. Ich greife auch einfach das an, was. Ich muss dazu sagen, ich bin auch so ein Jäger, ich schieße drauf und wenn ich sehe, der hat nur noch 10%, dann switche ich direkt auf den anderen, ne? Ja. Da muss ich das dazu sagen. Das jetzt? Donnerknall. Hey. Rennt die jetzt weg, weil ich Donnerknall gemacht habe? Achso, nee, die war schon weg. Ich will nicht wissen, was das ist. Ist das jetzt ein Flächenschaden? Ja, Donnerknall ist so ein kleiner Flächenschaden. Das ist gut. Nur mal umlegen. Ach, 12 Spinnen müssen wir töten, oder? Das ist ja okay. Ich hole mal ein paar. Halt deinen Donnerknall auf ready. Guck mal, hier ist einer. So. Aber ich muss ja sagen, du musst deine Lautstärke ein bisschen niedriger machen. Also den Sound. Den Ingame-Sound? Ja, das habe ich dir, glaube ich, letztens gesehen. Das Problem ist, dann ist er dann mal wieder zu leise. Das ist abhängig davon, wie laut ich rede. Und ich werde, wenn ich denke, also wenn ich gerade vieles gleichzeitig tun muss, rede ich leise. Okay. Das ist immer so mein Problem. Oh, ups, zu früh. Ich habe kein Ziel. So, guck mal, da vorne ist ein Kraut, das hole ich mir mal schnell. Jupp. Ja, also ich übe das mit dem Ton noch. Aber ich finde, es geht noch. Also ich hatte ja vorher auch so laut, dass man sich nämlich nicht gehört hat. Da haben sich ja mehrere beschwert. Das war das Einzige, wo sie mal was gesagt haben. Da habe ich den jetzt so leiser gemacht, dass man es gerade minimal so hört. Außer den Sound, also die Musik habe ich jetzt mal ein bisschen lauter gemacht, weil ich habe beim Leveln selbst nicht mal die neue Musik gehört, was ich schade fand. Ja, das ist es halt. Ich möchte schon alles mitkriegen. Deswegen. Und ich muss zugeben, ich habe schon überlegt, also ich habe meinen Paladin, der Level 110 ist, reaktiviert schon mal. Ja. Den tauche ich. Aber ich will nicht noch ein Let's Play anfangen. Vielleicht mache ich den auch nur in Stream, wenn ich mal doch Lust habe. Das weiß ich aber noch nicht. Jetzt müssen wir, glaube ich, in die Höhle, ne? Ja. Ja. Ich würde das wirklich von der Lust abhängig machen. Also es bringt nichts, was zu spielen.
Ja, oder ich spiele den einfach so, dass ich nicht immer was aufnehmen muss. Das habe ich auch schon überlegt. Ja, so mache ich das ja mit dem Mage zum Beispiel. Der ist ja meiste Zeit off, also ohne, dass ich Ja. aufnehme. Das ist halt der dann zu sehen ist im Raid. Ja, und den anderen, den kleinen Paladin, der ist ja jetzt Level 60 oder so, gimmt da irgendwie rum. Das Voll wird dann halt süß. der Alisha, mit dem ich durchgucke. Dann irgendwann mal. Weil ich habe jetzt wirklich eigentlich keinen 110er Ali. Die sind, glaube ich, teilweise alle gelöscht. Müsste ich einen davon, einen ungelöschten, nehmen. Ich glaube, ich habe noch einen auf irgendeinem Server rumfliegen. Ich war damals, wo ich dann mit WoW so eine lange Pause hatte und dann wieder angefangen habe, habe ich gesagt, da habe ich, glaube ich, alle Chars gelöscht außer zwei. Auch auf den ganzen anderen Servern und alles wieder von null gestartet. Dachte mir, naja, und dann, im Endeffekt, dann habe ich es nach und nach jeden Monat, glaube ich, einen wieder zurückgeholt. Auch nur, weil ich genervt war, weil ich die alle getötet hatte. Getötet, gelöscht habe. Ja, ach, ich glaube, wir müssen hier die befreien. Wem denn? Hier, guck mal. Ja, stimmt. Die große Spinne. Ja, ich hatte ja, war ja Ali und hab, der Dudu war ja mal ursprünglich. Ich Ja. habe ja über 6 Jahre nur Dudu gespielt. Den habe ich natürlich rüber getranzt, dass da war. Da ist so viel Erfolge schon drauf gewesen, muss ich. Ja. Und ja, da habe ich ganz lange, lange weiter Dudu gespielt und der gimmt, seitdem ich Pali einmal angetestet habe, eben liegt er rum und staubt ein, dieser Dudu. Obwohl ich den ja, der hat mich ja jahrelang begleitet. Ja, das stimmt. Ja, den Druiden habe ich auch. Der, das ist. Ne, Minimu. Ich habe damals einen neuen angefangen. Stimmt. Ich habe den ja Minimu genannt. Süß. Ist ein Taure. Sagt ja So. auch schon der Name, ne? Fahren wir einmal rüber und machen Wald Ja, da etin. müssen wir, glaube ich, mal hier langlaufen. Der läuft hier, glaube ich, immer im Kreis rum. Ach so, okay. Warte, wo willst du Aber der jetzt ist hin? vorhin hier genau hier lang gelaufen. Ich fahre mal so in den Halbkreis hier rum, weil vorhin war der hier genau hier und dann sind wir in die Höhle eingebogen. Ich hole mal eben Kupfer ab. Ich schrei dann, wenn wir den haben. Ja, ich komme gerade den Berg nicht hoch. Hier, da hinten müsste auch einer sein, den hatte ich vorhin auch gesehen. Da hinten ist er. Ich habe kein Ziel. So. Oh, ich sehe ihn. Hast du auch einen? Ja, weil der Tin habe ich hier. Okay, ich komme zu dir, weil hier läuft auch einer rum. Warte, ich bin fast da. Ich kann ja theoretisch schon mal draufhauen, ne? Genau. Wir haben auch irgendwas im Inventar. Ich weiß nicht, was das macht. Oh, ja. Brauchen wir aber nicht. Beeil dich. Bist du in der Nähe? Ich bin außer Hau drauf. Ja, er Ich. hat gezählt. Hat's gezählt? Oh, Oh, hier noch so ein gut. komischer. Hat mit drauf geschossen. Geht weg. Okay, können wir So. ja die Aufgabe abgeben? Dann sind wir schon am Ende der Folge, ne? Da, die ging schnell diesmal, wa? Ja. Wir sind auch nicht so Wie lange schnell sind da? rumgereist. Dann schaffen wir Ja, ja in gut, der das nächsten stimmt. Folge Level 15. Das heißt, sogar jetzt schon, das heißt, Inni. Oder, ah doch, da sind wir jetzt schon. Ey, können wir ja in der nächsten Folge schon eine Lokta Instanz machen. siegt in Boah. Ehren. Ich kann das erste Sag was Talent setzen. grün. Hoffentlich ist das wichtig. So, gucken wir mal. Talente. Was haben wir denn da? Ich nehme mal passiv jetzt einfach was Schaden reduziert. Die ersten Indies zum Screen, ne? Jo. Ich hoffe, dass es dich entlastet. Ich kann es nicht garantieren. So. Ich habe Soll alles ich. abgegeben. Ah, soll ich lieber passiv nehmen oder passiv für wen? Ah, wir nehmen das hier erstmal. So. Dann nehmen wir die Aufgabe hier noch an, ne? Ja, Und ich warte dann. jetzt beim Flugmeister. Seid Okay. gegrüßt. Angenommen habe ich's. Wo bist du denn? Na, beim Flugmeister. Ach so. Weil wir rüberfliegen So. müssen gleich. Wo ist denn der Flugmeister? Da. Ja. Aber vorher verabschieden wir uns, oder? Ja, natürlich. Kriegen wir gerade so hin. Also, ich sage euch danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächsten Samstag wieder genau bei Anovi. Die erste Folge, die zweite Folge ist dann bei mir. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst Feedback da, Kommentare, Daumen hoch, Abos. Ihr wisst, alles, was ihr da lassen könnt, lasst ihr da. Wir sind über alles dankbar. Und jetzt ist nochmal kurz die Novi dran.
Ja, genau. Also vergesst nicht, bei Bergrim zu abonnieren und zu liken und schreibt uns bei ihm auch in das Video, was wir besser machen sollten. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal und tschüss.